Ich bin Melanie Bub, 16 und komme von Zug. Momentan bin ich bei den Junioren im ITF-Ranking das Nummer 1. Und das sollte natürlich so bleiben. Bei den Frauen bin ich momentan das Nummer 27. Ich bin in der 5. Klasse durch meinen Lehrer zugekommen. Er wollte, dass ich etwas selbstständiger werde oder etwas machen kann, was ich meine Eltern nicht brauchen. Und dann musste ich immer mit dem Zug allein ins Training fahren. Und ja, ich bin ihm sehr dankbar, dass er mich so auf die Idee gebracht hat. Das Rollstuhltennis ist eigentlich fast gleich. Es gibt eine Regelungsänderung und das ist, der Ball darf zweimal am Boden. Aber sonst trainiert wird gleich, also auch mit dem Rollstuhl und vom Schlagtechnisch ist eigentlich alles gleich. Ich war letztes Jahr fast mehr an Turnier als eigentlich im Training, weil da ging es etwas mehr um die Punkte gegangen, um mich auf der Rangliste vorzukommen. Aber dieses Jahr wird es mehr etwas um das Training gehen. Also ich werde etwas zurückschrauben mit dem Turnier, aber ich bin alle 3 Wochen weg. Also es ist echt ein Aufwand. Ja. Ja, wie man sieht, hier sind die Räder eigentlich gerade am Boden. Und beim Tennisrollstuhl sind sie etwas schräg, dass wenn man jetzt Kurven macht, dass es dann nicht gerade einen aus dem Rollstuhl hält natürlich. Und das, da ist man auch natürlich wendiger und kann schneller die Reaktionen ausüben. Die Paralympics 2020 sind ein sehr gutes Ziel für mich. Ich versuche nicht einmal ein bisschen daran zu schnuppern. Ich würde hoffen natürlich auf einen sehr guten Platz, aber momentan ist das Top halt wirklich ein bisschen weit entfernt für mich. Und dort einfach mal Luft schnuppern und mal schauen, wie dort die Atmosphäre ist. Und klar, am Anfang ist halt schon ein bisschen erstaunt. Kannst du nicht so gut auf den Wettkampf vorbereiten, aber ich versuche natürlich hart zu trainieren und mich jetzt auch spielerisch zu verbessern.